willst wissen, wie sich dein Online-Bruder Korte für ein Date ready macht? Kein Problem, ich nehme dich mit. Wir starten jetzt übrigens nicht in der Dusche, sondern wir starten jetzt direkt nach der Dusche, nachdem ich mir meinen Körper, mein Gesicht und auch meine Haare gewaschen habe. Das erste, was ich mache, wenn ich aus der Dusche rauskomme, ist, dass ich mir erstmal einen groben Kamm nehme und meine Haare erstmal kämme. Seitdem ich lange Haare habe, ist das wirklich das erste, was ich mache. Das hat sich irgendwie so in meinen Kopf eingebrannt, denn ich will meine Haare erstmal ordnen und ich habe keine Lust, dass sich meine Haare verknoten. Und aus dem Grund kämme ich meine Haare als erstes Mal ordentlich durch. Das Haarekämmen kommt übrigens noch ein paar Mal öfter in meiner Routine vor. Seitdem ich lange Haare habe, muss man das einfach machen. Danach werden dann die Beißerchen poliert, sprich danach werden die Zähne geputzt. Und für mich ist es irgendwie so, nachdem ich aus der Dusche raus bin, mich gewaschen habe, mich gereinigt habe und mir dann meine Zähne geputzt habe. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber für mich ist es so, dann fühle ich mich einfach wie ein komplett neuer Mensch. Nachdem ich meinen Körper und mein Gesicht in der Dusche schon gewaschen und gereinigt habe, braucht meine Haut jetzt Feuchtigkeit. Dazu benutze ich eine Feuchtigkeitscreme für mein Gesicht, auch für die Augenpartie. Und je nachdem, wie sich meine Haut aktuell anfühlt, nutze ich zusätzlich noch eine Bodylotion, um auch wirklich meinen gesamten Körper und meine gesamte Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Seitdem ich Bartträger bin, gehört die Bartpflege und das Bartstyling logischerweise zur Routine mit dazu. Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr macht ja eure Haare auf dem Kopf auch fertig. Also ihr stylt ja eure Haare auf dem Kopf. Und so ist es genauso, wenn du Bartträger bist. Deine Haare im Gesicht müssen logischerweise auch gestylt werden. Dazu nehme ich als allererstes ein Bartöl, ein paar Tropfen in die Hand und dann massiere ich das Bartöl erstmal ordentlich in den Bart ein. Danach nehme ich eine Rundbürste und einen Föhn und dann stelle ich den Föhn auf mittlere Stufe und föhne mir meinen Bart dann erstmal schön in Form. Denn der Bart muss natürlich auch on fleek aussehen fürs Date. Vom Bartöl kommen wir dann zum Haaröl. Meine Haare brauchen logischerweise auch ein bisschen Feuchtigkeit und ein bisschen mehr Power und dementsprechend nutze ich dann ein Haaröl, einfach ein, zwei Drops auf die Hand geben, auch schön in die Hände verteilen und dann ordentlich in die Haare und in die Haarspitzen einmassieren. Danach kämme ich meine Haare nochmal und ich kann euch an dieser Stelle sagen, jetzt lassen sich die Haare viel einfacher und viel geschmeidiger kämmen als vorher. Ich bin ja vorher aus der Dusche raus, habe direkt meine Haare gekämmt und da geht das noch nicht so einfach, aber wenn du dann das Haaröl in den Haaren einmassiert hast und eingearbeitet hast, Leute, das geht runter wie Butter. Die Leute, die Haaröl schon mal ausprobiert haben, wissen, wovon ich spreche. Bevor ich dann in mein Outfit reinschlüpfe, benutze ich noch ein Antitranspirant. Ich benutze kein Deo und auch kein Sprühdeo oder so. Damit habe ich irgendwie nicht so gute Erfahrungen gesammelt. Ich benutze diesen Aqua Deo Stick, also Antitranspirant. Der funktioniert für mich ganz okay. Also ich komme damit ganz gut klar. Habe ich mir von meiner Freundin abgeschaut. Ich verlinke euch selbstverständlich natürlich auch alle Produkte in der Infobox, falls hier an einem der Produkte Interesse haben. Bevor es jetzt weitergeht, kommt ein ganz wichtiger Schritt. Und zwar ziehe ich erstmal an. Das ist tatsächlich an dieser Stelle ein richtig wichtiger Schritt, denn der eine oder andere kennt das vielleicht. Ja? Ihr seid so in eurer Fertigmachen-Routine drin, ja, und seid voll im Tunnel, hört auch noch nebenbei Musik. Und ihr seid so im Tunnel, dass ihr einfach anfangt, eure Haare zu stylen. Ja? Und dann bemerkt ihr irgendwann, shit, ich habe meinen Outfit noch gar nicht an, ich bin noch oberkörperfrei. Und dann war das Haaremachen für die Katz. Ja, also wer das kennt, ja, oder wer jemanden kennt, der das kennt, teilt liebend gerne dieses Video mit mir. Wenn das Oberteil dann angezogen ist, dann können wir endlich starten mit der Frisur auf dem Kopf. Und da ich ja lange Haare habe und wirklich nur ganz, ganz selten offene Haare trage, heißt das für mich ein Man-Bun. Ich nehme dazu die Hair Defining Cream, einfach ein, zwei Drops auch in den Händen verteilen, dann die Hair Defining Cream in die Haare einmassieren, dann werden meine Haare schön nochmal, das dritte Mal jetzt an dieser Stelle, gekämmt. Und wenn meine Haare dann durchgekämmt sind, dann binde ich mir meine Haare zu einem Man-Bun. Anschließend wird dann logischerweise nochmal gecheckt, ob hier und da nochmal ein Haar rausfliegt. Wenn ja, versuche ich das nochmal schön in den Man-Bun reinzubekommen und dann ist der Man-Bun ready. Für diejenigen, die Interesse haben an dem ausführlichen Man-Bun-Tutorial, die klicken einfach hier oben hin. Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, Daniel, wann gibt es das Haaröl wieder? Wann gibt es die Defining Cream wieder? Leute, ich hoffe, in 3 bis 4 Wochen sind die Produkte wieder da. Wir sind aktuell leider ausverkauft, ja. Das ist echt eine doofe Situation, gerade für diejenigen, die das Produkt halt tagtäglich nutzen, wie zum Beispiel ich, ja. Also ich habe auch noch so ein bisschen in der Defining Cream drin und ich muss wirklich gerade aktuell mega sparsam damit umgehen, weil das halt mein Produkt ist, was ich tagtäglich
täglich nutze. Aber folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Sobald die Produkte wieder da sind, werde ich dazu definitiv eine Story machen und euch darüber unterrichten. Jetzt kommt noch eine Sache, die vergisst man immer schnell. Und zwar bemerke ich das immer dann, wenn ich überlege, okay, da hast du auch wirklich alles gemacht, bist du komplett fertig, dann fällt mir ein, shit, du hast Zahnseide vergessen. Zahnseide gehört für mich, für meine Pflegeroutine, gerade wenn du dich zum Date triffst, auch natürlich mit dazu. Ich benutze an dieser Stelle übrigens kein Mundwasser. Aus dem Grund, wenn du dich zum Beispiel auf ein Date triffst, dann trinkst du in kurzer Zeit bestimmt auch irgendeinen Drink. Und ich finde das immer so, ja, nicht ganz so geil, wenn du vorher Mundwasser genommen hast und dann einen Drink trinkst. Leute, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt kommt der letzte Schritt, der vermutlicherweise bei 99,99% der Menschen gleich ist. Und zwar kommt zu guter Letzt natürlich auch noch ein gutes Parfüm drauf. Ich benutze hier einen Duft von Prada, den Prada L'Homme L'Eau. Ist ein super frischer, angenehmer und nicht zu aufdringlicher Sommerduft. Perfekt für Dates im Sommer, kann ich an dieser Stelle definitiv empfehlen. Und wenn ich dann mit meiner Pflegeroutine durch bin, dann bin ich fertig, dann kann das Date kommen, dann bin ich ready für einen sensationellen, megamäßigen Abend und für den richtigen Magic Moment.